und herzlich willkommen zu einem neuen Zero Waste Do-It-Yourself Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Body Butter selber macht. Das ist sowas, Körpercreme, Body Lotion, Body Butter, das man leider in den Geschäften meistens in Plastik bekommt. Also ich habe da noch keine gute Alternative zum Kaufen gefunden. Deswegen dachte ich mir, mach es einfach selber, denn auch das ist recht einfach und ein richtig, richtig gutes Produkt. Für die Zubereitung solltet ihr ungefähr 15 Minuten einplanen und so Ruhephasen 30. So, dann kommen wir zu den Zutaten. Da achte ich wirklich drauf, dass alles Bio-Qualität ist, denn schließlich schmiere ich mir das auch auf meinen Körper und meine Haut und da will ich auch wirklich gute Produkte haben. Ihr braucht für 180 Gramm, das ist so ein Glas, da waren früher mal Kichererbsen drin, 100 Gramm Sea Butter, die habe ich zum Beispiel aus dem Unverpacktladen hier in Berlin, 50 Gramm Kokosöl, da bin ich einfach ins Reformhaus gegangen, 30 Milliliter Öl, entweder Mandel, Jojoba oder Argan. Ich habe mich für Mandelöl entschieden und das kaufe ich immer auf meinem Wochenmarkt. Links, wo ihr die Produkte im Internet findet, schreibe ich euch alles unten in der Infobox. Da könnt ihr es dann auch online bestellen, wenn ihr möchtet. Nachhaltiger wäre es natürlich, in ein Geschäft zu gehen. Außerdem braucht ihr 2 Töpfe für ein Wasserbad, einen Holzlöffel oder Spatel und ein Handrührgerät. Der erste Schritt. Die Sea Butter und das Öl werden in eine Schüssel gegeben und in einem Wasserbad erwärmt, bis alle Zutaten flüssig sind. Das dauert ein paar Minuten, immer ab und zu mal rumrühren. Ja, und ihr werdet es erkennen, wenn keine Klümpchen mehr drin sind. Zweiter Schritt, die Schüssel dann aus dem Wasserbad nehmen und einfach 10 Minuten abkühlen lassen bei Raumtemperatur. Und in der Zeit würde ich euch empfehlen, das Kokosöl nochmal kurz in das warme Wasser zu stellen, damit das auch schön flüssig wird. Während die Zutaten ruhen, könnt ihr aktiv werden und mich auf YouTube hier abonnieren. Ich würde mich total freuen, denn ich kann euch noch so viele andere selbstgemachte Videos hier anbieten und nehme euch natürlich auch immer mit auf die Reise durch die Welt und mein kleines Leben. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert und auch nach diesem Video noch dabei seid in meinem Leben und meinen Do-It-Yourself-Videos. Dankeschön! Nach den 10 Minuten gebt ihr dann einfach das jetzt auch flüssige Kokosöl noch dazu, rührt einmal kurz um und ich habe das Ganze vom Topf nochmal in ein schönes Rührgefäß umgeschüttet. Im dritten Schritt deckt ihr die Schüssel zu und stellt die 20 Minuten in das Gefrierfach und nach 20 Minuten sollte das Ganze so eine leicht milchige Optik haben, so wie hier. Vierter Schritt, mit dem Handrührgerät einfach die ganze Masse auf der höchsten Stufe ungefähr so 1-2 Minuten schlagen und dann seht ihr schon, wird es eine ganz sahnige Konsistenz. Ja, dann könnt ihr eure Bodybutter in ein durchsichtiges Glas füllen und noch ein schönes Etikett drauf machen und fertig ist die selbstgemachte Körperlotion. Richtig cool. Ich möchte auch noch mal ganz kurz zeigen, also nehmt dann immer so ein kleines bisschen, am besten nach dem Duschen und cremt einfach eure Haut mit ein und das schmilzt dann, während sie eure Haut berührt sozusagen. Und ich mag es total, weil es ist eigentlich die perfekte Mischung zwischen Öl und Creme. Ich öle mich total gerne, creme mich total gerne und das ist echt so ein Zwischending. Oh, riecht total lecker nach Kokos und Urlaub und ich kann euch halt empfehlen, vorher mal an einer kleinen Stelle zu probieren, ob ihr das alles vertragt, was da drin ist, aber es sind halt alles total natürliche Produkte, deswegen mache ich mir da keine Sorgen, aber manche sind da ja sensibel. Das Ganze hält theoretisch 12 Monate lang, aber bei mir ist die meistens nach so 3 Monaten leer und dann mache ich mir eine neue. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich möchte euch kurz da oben einladen, bei einer kleinen Umfrage mitzumachen. Denn ich möchte ja demnächst auch Putzmittel selber herstellen und da wollte ich nochmal nachfragen, welches ich denn als erstes euch zeigen soll. Außerdem zum Thema Waschpulver habe ich auf Instagram TV ein kleines Video hochgeladen. Das könnt ihr euch in 2-3 Minuten anschauen und dann wisst ihr schon, wie ihr Waschpulver selber machen könnt. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch viel Spaß mit eurer Körperlotion und wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich. Tschüss!